Hall. Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Guter Joker. Commander? Die Normandie ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig. Okay. Langsam aber sicher machen sich alle bereit für die finale Mission. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Spezialistin Trainer. Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Sie machen Ihre Uniform Ehre, Samantha. Ich hatte ein sehr gutes Vorbild. Ja, wir müssen einfach jetzt mit allen nochmal reden, deswegen gehen wir von unten bis nach oben. Alle dafür, Bereiche dass natürlich. Ihr Shuttle so unauffällig ist, Sir. James. Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen. Für alles, was sie getan haben. T'Chaka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Die Eidechsen und Würmer sind zwar größer, aber sonst der Sand und so. Ich bin bereit, die Erde wiederzusehen, Shepard. Geht klar. So, hier unten ist sonst keiner mehr. Gucken, ob wir noch ein anderes Rüstungsupdate nehmen. Panzerungsset. Kollektorenpanzer? Nee. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Aufklärungskapuze. Höherer Waffenschaden. Dann schauen wir, was wir bei der Brust noch so haben. Gesundheitsverstärker beim N7. Schildregeneration und mehr Waffenschaden. Dann lassen wir das hier auch. Schultern. Gesundheitsverstärker. Die Amax Arsenal. Kopfschussschaden. Nehmen wir die Amax. Gehen wir nochmal ganz vorne. Die Beine. Haneke da ist noch mehr Waffenschaden. Ja, wir gehen voll auf den Waffenschaden. Und wir ändern mal jetzt ein bisschen die Farbe. Machen wir mal blau. Blau und lila. Ja, so machen wir es. Das schaut doch mal gar nicht so schlecht aus. Freizeitkleidung. Na, wir lassen es bei der Jacke. Speichern und zurück, bitte. So. Dann auf zum Maschinendeck. Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandie. Sie starben bei einem Angriff. Sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Sind sie der Grund, warum sie weiterleben wollen?
Meine Crew ist meine Familie. Wir haben dem Tod schon unzählige Male ins Gesicht gesehen. So etwas verbindet auf eine Art, die ich gar nicht erklären kann. Ja. Und was ist mit Ihnen? Ich respektiere die Gründe, warum Sie hier sind, aber da ist doch noch etwas, Jarvik. Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern. Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre und Sie sich nicht an Ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels Ihrer Heimat erinnern könnten. Die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um sie alle erneut sterben zu sehen? Wenn ich so etwas hätte, eine Erde sehen könnte, auf der alle noch leben, dann wäre mir das den Schmerz wert. Vor den Reapern gehörten die Sterne uns. Die Zivilisation blühte. Es gab die Quasar-Festung im Tirandi-Nebel. Die Eiskanäle von Judor 4. Die Palisaden der Verum Angelic. Es war großartig. Aber dann... Was ist? Die Reaper kamen. Planet für Planet wurden wir ausgelöscht. Wir wehrten uns. Sind Sie okay? Ich befehligte ein Schiff wie dieses. Eine loyale Crew, viele Freunde. Es wurde geentert. Nur ich entkam. Was geschah mit Ihnen? Indoktriniert. Die Reaper hetzten sie auf mich. Jahr um Jahr, Schlacht um Schlacht, jagten mich meine eigenen Leute. Jede Begegnung erinnerte mich an mein Versagen als Soldat. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Bis zur Schlacht um den Kornia-Nebel. Ich hatte nur noch mein Messer. Ich trieb meine Männer in die Enge, durchschnitt allen die Kehle und ließ sie ausbluten, um sicher zu gehen. Das war sicher... An dem Tag habe ich begriffen, was Krieg ist. Gräuel im Namen des Überlebens. Eine Lektion, die ich lieber nicht gelernt hätte. Ich bin für alles bereit, was vor uns liegt, Commander. Die Reaper haben die Galaxie lange genug heimgesucht. Es ist Zeit, diesen Albtraum zu beenden. Vollkommen richtig. Meiner Soldaten wird gerecht werden. Dann gehen wir jetzt nochmal zur Pressetante. Eilmeldung. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimmsten. Die will nichts. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? War. Tut mir leid. Nun gut. Commander, die Normandie ist so bereit, wie sie nur sein kann. Sehr schön. Ich glaube, Talib trinkt sich immer noch. Das ist nicht gut. Crew Deck, bitte. Hey, Shepard. Das war hart. Zum Glück haben es alle rausgeschafft. Bereit für die Heimreise. Heim. Zurück zur Erde. Oh ja, ich bin bereit. Wird auch Zeit. Höchste Zeit. Und wenn die Reaper die Sachen angerührt haben, die ich zurücklassen musste, werde ich stinksauer. Bis später, Shepard. Hey, Shepard. Gut, dann ist Tali bestimmt hier noch am Tresen. Nee, ist sie nicht. Dann ab zu Dr. Chakwas.
Sie wollte eh mit uns reden. Shepard, wissen Sie noch? Wir wollten jedes Jahr eine Flasche Cerise Ice Brandy öffnen. Und diesmal zahle ich. Aber das ist noch kein Jahr her. Schon, aber in ein paar Monaten werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben. Also entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld. Sie holen Gläser, ich öffne die Flasche. Und Jeff sagt, Jack, Jacqueline, Zoyek Zero. Tut mir leid, für mich heißt es Ma'am. Ich stehe auf Rängen. Ach, Shepard, mir fällt gerade auf, Sie haben mich noch nie beim Vornamen genannt. Sie mich aber auch nicht. Werd ich auch nicht. Sie sind Commander Shepard. Held der Citadel, Vernichter der Kollektoren, Retter der Galaxie. Ihren Vornamen zu benutzen, wäre respektlos gegenüber allen, für die Sie je gekämpft haben. Das ergibt keinen Sinn. Dann ist es eben das Vorrecht einer Dame. Los, stoßen wir an. Auf eine Frau, die ich mit Stolz Freundin nenne. Gut, dass Sie da sind, Karen. Und auf Sie, mein lieber Freund. Ich fühle mich geehrt, mit Ihnen zu reisen. Commander Shepard. Und viel Glück für uns alle. Karen Chakwas. Ich habe meine Lektion gelernt. Nicht mal ein Kroganer könnte sie unter den Tisch trinken. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Das werden wir wohl brauchen. So, Garrus müsste wie immer hinten an den Kanonen sein. Oh, wir haben nur, Ich wollte mich nur verabschieden und dann, also... Ja. Ich freue mich für Sie. Für Sie beide. Danke, Shepard. Danke, es hilft bestimmt, wenn man etwas hat, zu dem man zurückkehren möchte. Tali und Garrus. Wieso zurückkehren? Das ist nur eine kurze Affäre, Vakarian. Ich will nur deinen Körper. Du bist so gemein. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Die Citadel war das Zentrum der galaktischen Zivilisation, eine Falle der Reaper und lange Zeit mein Arbeitgeber. Und jetzt ist sie unsere einzige Chance auf den Sieg. Ich denke, wir sollten sie nach Hause bringen, Shepard. Die Erde wird entweder zum Schauplatz unseres Sieges oder eine Ruine, über die sich der nächste Zyklus den Kopf zerbricht. Kila Selai, Shepard. Wie geht's? Ja, die beiden werden ein wunderschönes Paar abgeben. Ja, ich hab's aber auch nie mit Tali versucht, ne? In den anderen Folgen war es ja eher hier, Liara. Ich habe die Proteaner mein ganzes Leben lang... Wie geht es Ihnen, Liara? Nervös, verängstigt, begierig loszuschlagen, aber auch froh hier zu sein. Und ich bin bereit, wann immer Sie es sind, Shepard. Ich glaube, ich habe meine Ausrüstung bereits dreimal überprüft. Siebenmal, Dr. Tussaud. Sagen Sie einfach nur Bescheid. Keine Upgrades. Grüße, Commander. So, dann sind wir jetzt hier auch fertig. Ich gehe jetzt mal kurz hoch in die Kapitänskajüte. Vielleicht kann ich ja noch jemanden hochrufen. Who knows? Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Sie den Leuten bedeuten, aber mir schon. Wenn ich lese, was alles im Postfach von Battlespace ankommt, da würden sogar meine Geth-Tränensäcke wachsen. Seitenweise bitten Leute darum, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten oder die Heimatwelt, die sie verlassen haben oder die Bergbaukolonie, in die sie ihre Vermögen investiert haben. Sie wissen nicht, dass sie das all gar nicht leisten können. Sie wissen nur, dass Commander Shepard einen Reaper besiegt hat und es wieder tun kann.